Ich finde es ja immer gut, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Bumble mich angefragt hat, ob ich denn nicht mal Freunde über die App kennenlernen möchte. Und ich habe viele Freunde, die genau das Gleiche machen wie ich, aber wenige von außerhalb. Und ich finde es immer schön, neuen Input zu bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, yes, das mache ich. Und deswegen ist dieses Video in Kooperation mit Bumble. Das heißt, ich finde jetzt eine Freundin über Bumble. Ich habe mich auf jeden Fall vor ein paar Tagen angemeldet und habe auch ganz fleißig geswiped. So, ich probiere jetzt mal Bumble mit euch zusammen aus zum allerersten Mal. Ich bin gespannt. Eigentlich ist es so normal, weil es funktioniert ja alles mittlerweile über online, aber irgendwie ist es auch ungewöhnlich gerade. Okay, ich bin angemeldet. Worauf hast du Lust? Ich kann jetzt wählen zwischen Dates, neue Freunde und Networking. Ich möchte gerne neue Freunde daten. Bumble BFF heißt es. Okay, hier kommen meine Vorschläge. Ich würde am liebsten einfach direkt schreiben, hey, ich finde dich sympathisch, hast du Lust, dich auf einen Kaffee zu treffen? Oder Tee, bevorzugt mir Tee. Ist das zu direkt? Ich finde das super, ganz ehrlich. Schau, ich finde jemanden sympathisch auf einem Bild, finde sympathisch, was er geschrieben hat. Wie kann ich denn wissen, ob wir zusammen funktionieren, wenn ich ihn nicht in Real Life treffe? Ich habe gestern zwei Leute angeschrieben und gefragt, ob sie sich mit mir treffen wollen. Und die Julia hat mir direkt geantwortet. Richtig geil. Ich habe dann nochmal geschrieben, worum es geht, haben Nummern ausgetauscht und jetzt treffen wir uns nächste Woche. Ich finde, dass sie sehr sympathisch und lebensfroh und offen aussah. Und ich bin mega gespannt, ob sie in Wirklichkeit so ist, wie ich es mir jetzt ein bisschen vorstelle. Das ist Julia! Na? Hi! Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Hast du schon andere Leute auch getroffen? Eine andere habe ich noch getroffen. Ja, das ist schon cool, dass es so eine Möglichkeit gibt. Man hat halt seinen Dunstkreis so und dann kommst du nicht so leicht so da raus. Ich finde halt auch, also mein Freundeskreis, wir sind jetzt irgendwie seit 10, 11 Jahren zusammen. Man entwickelt sich auch teilweise ein bisschen in andere Richtungen. Es gibt ja diese 36 Fragen, in denen man sich angeblich verlieben soll. Und ich habe mich gefragt, kann man denn auch in 36 Fragen zu Freunden werden? Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen? Ja. Ich würde, glaube ich, meine Oma einladen, weil ich die schon länger nicht gesehen habe. Ich würde mich tatsächlich gerne mal mit Michelle Obama treffen. Wärst du gern berühmt? In welcher Form? Ich wollte nie berühmt sein und ich will auch nicht berühmt sein. Ich möchte einfach das machen, worauf ich Lust habe und die richtigen Botschaften vermitteln. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast und warum? Total. Wer kennt das nicht? Ich meine, man muss ja irgendwie erstmal so eine Routine im Anrufen lernen, oder? Ich habe Anrufen mega gehasst. Ich weiß nicht genau wirklich. Also ich habe da nie was rausgekriegt. Und was macht für dich einen perfekten Tag aus? Ui. Sport machen, das ist unterschiedlich. Meditieren, frühstücken, eigentlich lesen gerne. Dann noch was für YouTube und Co. machen und spazieren gehen und einen Film gucken und ins Bett gehen. Mein perfekter Tag beginnt tatsächlich mit einem bisschen länger schlafen. Dann gehe ich auch sehr gerne zum Sport, gerade morgens und nach dem Aufstehen. Ja, das ist gut. Dann ein schönes, leckeres Frühstück und dann raus. Gerne irgendwas Aktives. Und an meinem perfekten Tag ist Pierce mit dabei. Und Pierce, wenn wir im Schlafboot sind, dann liest mir Pierce Harry Potter vor. Das ist lustig, weil ich lese gerade mit meinem Fastmann wieder Harry Potter. Wir haben gestern gerade wieder gelesen. Und lest ihr euch gegenseitig ja, vor? Ja, ihr auch. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Ich singe jeden Tag. Ja, hallo. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Dass ich so wohlbehütet aufgewachsen bin mit ganz viel Liebe. Dass ich so zu den Menschen werden konnte, der ich heute bin, ja. Schön. Ich finde es einfach toll, dass ich halt also immer irgendwie das Positive auch sehen kann. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das? Meine Fähigkeit wäre, dass ich ganz viele Sprachen sprechen kann. Ja. Selbstbewusster im Joballtag. Gibt es etwas, was du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast? Tatsächlich Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping. Und Fallschirmspringen mache ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich im Juni. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Ich würde sagen Ehrlichkeit. Ehrlichkeit schätze ich am meisten. Ja. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern? Warum? Ja. Ich würde meinen Job kündigen und mehr Zeit mit meinen Lieben verbringen. Einfach auch mutiger sein in den Momenten. Also was du vorhin ja auch gesagt hast, ne? Oft ist es ja, du siehst diese Hürde vor dir und dann überwindest du sie, also bist mutig und überwindest sie und dann merkst du, oh, war eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe es überlebt, ich habe es geschafft, so. Hat mich auch stärker gemacht. Und das würde ich dann noch viel mehr machen. Was bedeutet dir Freundschaft? Ui, also mir ist Freundschaft extrem wichtig. Für mich ist Freundschaft auch gleich wichtig wie zum Beispiel jetzt eine Partnerschaft, also meine Beziehung zu meinem Mann.
Das ist für mich Familie. Freundschaft ist für mich auch total wichtig. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Liebe und Zuneigung ist das Wichtigste, was man im Leben haben kann. Das sehe ich genauso wie du. Jeder macht drei wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Wir lachen sehr viel zusammen. Ja, wir lieben beide, draußen zu sein. Wir sind auf einer Wellenlänge. Wir sind beide sehr offen. Und wir waren beide ein bisschen aufgeregt vorhin und diese Aufregung ist jetzt verschwunden. Genau, ich hätte nämlich jetzt auch gerade gesagt, wir sitzen beide hier und fühlen uns wohl jetzt. Ja. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich ... teilen könnte. Definitiv nicht mein Essen teilen. war auch gerade bei Schokoladen. Nein. No way, never. In der Sonne sitzen. Ich wünschte, dass ich jemanden habe, mit dem ich jetzt in der Sonne sitzen kann. Danke, Julia. Ich finde, Tanner und ich sind auf einer sehr, sehr guten Wellenlänge. Ich glaube auch, dass diese Fragen sehr tief gehen, wo man wirklich viel Persönliches auch von sich preisgibt. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass man sich auf einer tiefer gehenden Ebene auch kennenlernt. Es war sehr, sehr geil. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mal rauskommen aus meinem Dunstkreis und neue Leute treffen, die ich sonst nicht treffen würde. Und das war jetzt auf jeden Fall der Fall. Danke nochmal an Bumble für dieses Experiment, dass ich Julia kennenlernen durfte und vielleicht auch eine neue Freundin kennenlernen durfte. Also wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus. Die Bumble-App gibt es kostenlos zum Download. Ich verlinke sie euch in der Infobox und sage euch nur viel Spaß beim neue Leute kennenlernen und Freunde finden. Und rausgehen. Bussi Baba.